Wolfgang Lechner und sein Team widmen sich an der Universität Innsbruck am Institut für Theoretische Physik der Entwicklung von Quantencomputern für Optimierungsaufgaben. Fast jedes Unternehmen ist mit der Optimierung von Prozessen konfrontiert, wobei bereits geringe Verbesserungen entscheidende Vorteile gegenüber der Konkurrenz bewirken können. Herkömmliche Computersysteme stoßen mit ihren Algorithmen an die Grenzen. Daher stellt der Quantencomputer eine vielversprechende Lösung dar. Bei einer Übersetzung von Optimierungsproblemen auf einen Quantencomputer sind die Verbindungen der Quantenbits vom Problem abhängig. Damit müsste für jede Rechnung ein eigener Quantenchip hergestellt werden oder die Qubit-Verbindungen wären so komplex, dass sie nicht skalierbar wären. Deshalb wurde vom Team der Universität Innsbruck um Wolfgang Lechner mit Philipp Hauke und Peter Zoller die LHZ-Quantencomputer-Architektur entwickelt, bei der die physikalischen Wechselwirkungen vom Optimierungsproblem entkoppelt sind. Das Problem ist daher nicht fest in der Hardware verankert, sondern wird erst mittels Software zugeführt. So kann jedes Optimierungsproblem mit derselben skalierbaren Hardware gelöst werden. Gerade jetzt, wo viele etablierte internationale Unternehmen an Quantencomputern arbeiten, hat die mittlerweile patentierte LHZ-Architektur großes Potenzial, einen Standard zu setzen. Trotz konkreter Kaufangebote großer US-Unternehmen wird von Wolfgang Lechner gemeinsam mit Hermann Hauser und der Universität Innsbruck ein Start-up gegründet. So kann Österreich eine Vorreiterrolle bei Quantencomputern einnehmen und einen zukunftsweisenden Wirtschaftszweig etablieren.